Hallo. Ja, jetzt wird's angezeigt, der Ton. Ich krieg Nervenzusammenbruch, okay. Hey, ich hab dieses Business, aber ich denke mal nicht, dass du das mit ins Video nehmen kannst. Ich habe meine Follower gefragt, ob sie ein Small Business haben. Und erstmal dachte ich eigentlich, es melden sich vielleicht 2 bis 5 Leute. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich hätte irgendwie gar nicht gerechnet, dass ihr alle so Unternehmer seid und euer eigenes Ding macht. Finde ich mega geil, aber weil es auch ein paar Firmen versucht haben, die irgendwie ein Placement for free abstauben wollten, habe ich das Ganze an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das Small Business muss aus einer Person oder einem wirklich kleinen Team bestehen. Die müssen mir folgen, das ist auch ganz wichtig. Ich will halt nicht random Werbung machen, sondern ich will sehen, was ihr da draußen macht, was meine Abonnenten, meine Follower machen. Und drittens, was war drittens? Und am besten gibt es sogar einen Nachrichtenverlauf, damit ich sehe, dass es wirklich halt meine Leute sind. Meine Leute. Ich konnte leider nicht alle mit ins Video nehmen, aber glaubt mir, ich habe so viele geile Sachen gesehen. Das ist hier nur ein kleiner Einblick. Außer vielleicht von denen, die ihren Körper verkaufen oder Takis in der Schule. Das erste Briefchen kommt von Juli Design. Ist auch ganz schön süß eingepackt hier. Ich muss dazu sagen, ich habe verpeilt, den Ton anzumachen beim ersten Durchlauf. Möchte euch aber trotzdem vorlesen, was ich entdeckt habe. Erstmal habe ich da eine Rechnung rausgezogen. Kann ich absetzen. Amazing. Und dann habe ich diesen Brief entdeckt. Die Videoidee habe ich von einer meiner Favorite-YouTuberin, Hopescope. Und die hatte so Briefe in ihrem Video. Und deswegen dachte ich, ey, was ist das für eine geile Idee? Vor allem auch euch da draußen zu supporten, dafür, dass ihr mich supportet. Liebe Kelly, vor fast 10 Jahren habe ich das erste Mal ein YouTube-Video von dir gesehen. Der Brighton-Vlog, in dem du so Ella getroffen hast. Und Leute, das ist wirklich so, so lange her. Seitdem schaue ich regelmäßig deine Videos und umso größer war die Freude, als ich deine Bestellung in meinem kleinen Shop gesehen habe. Ich wünsche dir ganz viel Freude an dem Anhänger und freue mich auf deinen nächsten Besuch im Shop. Liebe Grüße, Julia. Oh, das ist wirklich herzzerreißend. Juli Design ist mit Liebe handgemacht und personalisiert. Julia ist Mutter und Ehefrau, die nach Feierabend jede freie Sekunde und ganz viel Herzblut in ihren Shop steckt. Sie hat mir geschrieben, schau bitte unbedingt bei Juli Designs vorbei. Also habe ich das getan. Ich hatte hier noch so 2 Freebie-Sticker bekommen. Ich bin sogar Krebs. Ich habe den auch schon an meinem Schlüsselanhänger gehängt. Guck mal bitte, wie cool ist das denn? Don't let Idiots ruin your day. Ich fand das sehr passend und ein guter Reminder für einen Schlüssel, den man jeden Tag in der Hand hat. Wisst ihr, was ich meine? Guckt man immer so und denkt so, ja, Idiots, leave me alone. Ich danke dir wirklich sehr, Julia. Huhu, gerade deine Story gesehen und dachte, ich melde mich mal. Hihi, Galligrü. Galligrü. Creations Shop ist ein Etsy-Shop. Oho. Tada! Schon zum zweiten Mal für mich. Aber bevor ich euch zeige, was da drin ist, will ich euch verraten, wie ich einfach nur dadurch, dass ich über Etsy gekauft habe, Geld bekommen habe. Mit über 2200 Partnern, wie gesagt unter anderem auch Etsy, kannst du bares Geld bei Shoop zurückbekommen. Und ich habe auch noch ein Angebot für dich. Deutschlands führendes Cashback-Portal ist komplett kostenlos. Klick dich einfach über Shoop in deinen Lieblingsshop, kaufe wie gewohnt ein und kassiere Cashback ab 10 Euro direkt auf dein Konto. Ich persönlich habe Shoop als App und als Browser-Erweiterung auf meinem Computer. Kommen wir nun zum Angebot. Die Black Week ist bei Shoop vom 20. bis 26.11. und da bekommt ihr extra hohe Cashback-Aktionen. Aber es gibt nicht nur starke Deals, sondern ihr habt auch die Chance, einen Tesla zu gewinnen. Einfach nur, indem ihr 3 unabhängige Einkäufe über Shoop macht, dann seid ihr schon dabei. Außerdem bekommt ihr 10 Euro extra Cashback, wenn ihr euch über meinen Link registriert auf euren ersten Einkauf über Shoop. Es gibt also wirklich keinen Grund, nicht über Shoop einzukaufen. Und dann gucken wir mal, was in meinem Etsy-Paket steckt. Ich war eben so geschockt, dass das wobbly ist und nicht fest, weil das ist ein Hirnaschenbecher. Und ich dachte, das kommt wirklich so in Keramik oder so. Aber das ist wobbly. Und auf diesem kleinen Care-Schild kann man sehen, dass es wirklich hitzeresistent ist und dass man das dann einfach mit Wasser oder Seife sauber machen kann. Ey, das finde ich so ein Genius-Konzept. Das habe ich noch nie davor gesehen. Mein Kopf ist wirklich blown. Dann war auch noch ein Freebie dabei. So ein scary Auge, auch als Schlüsselanhänger. Ey, das fühlt sich so geil an. Oh mein Gott. Es ist nicht nur ein Aschenbecher, sondern
sondern auch ein Stressball. Wie eine Kippe eigentlich. Ich dachte, ich stelle das so ins Büro. Hier, neuer Aschenbecher für euch. So ein bisschen habe ich das gedacht. Oh. Hammer. In dem Etsy-Shop gibt es einige so ein bisschen creepy, bisschen scary Sachen. Wenn man was für die Feiertage als Geschenk oder sonst irgendwas will, guckt mal vorbei. Für alle, die so ein bisschen so einen creepy Style haben, you know. Fand ich geil, fand ich mega innovativ. I love it. That is so unique. Hi, liebe Kelly. Eine Freundin und ich verkaufen seit mittlerweile 3 Jahren Mode für Tierbesitzer unter hundeundherl.shop. Würden uns sehr freuen. Liebe Grüße, Celine und Denise. Mit personalisierten Karton finde ich richtig süß. Und ich dachte erst, da wird Zubehör für Hunde verkauft, irgendwie nur nach dem Namen. Aber es finde ich geil, dass man auch mal eher die Besitzer targetet. Die Herrchen und die Frauchen, you know. Hundesnacks als Freebie, da wird sich Dobby wirklich sehr freuen. Und ich habe mir wirklich ein Legendary T-Shirt ausgesucht. Hold on. Stop and pet the dogs. Always take time to appreciate the beauty of Douglas. Mein absolutes Motto. Ich muss es direkt anziehen. Oh mein Gott. Oh, ich lieb's. Ist es nicht iconic? Ich fühle mich wie eine Fashion Icon. Aber ganz ehrlich, Hunde nur streicheln, wenn man den Besitzer vorher fragt, weil es gibt nichts Nervigeres, wenn man einfach ankommt und den Hund aufwühlt. Hass ich. Aber sonst bringen mir Hunde einfach immer ein Lächeln in die Fresse, ey. Ich sag's euch, wie es ist. Ich lieb's. Roses are red, violets are blue. What's this about? I don't give a poop. Und dann kommen wir auch schon zu den Paketen, die nicht geöffnet waren vorher. Also same experience wie ihr. Ich weiß auch echt gar nicht, was hier drin sein könnte, ehrlich gesagt, weil es ist riesig, das Paket. Ich mache es einfach mal auf und gucke rein. Jupp. Sorgfältig verpackt. Hä? Das ist ja mega viel. Im Leben habe ich das nicht alles bestellt. Ihr spinnt doch. Ich weiß, wer das ist. Ey, wie geil. Hey, ich habe deine Story gerade gesehen und wollte mich einfach mal melden. Ich habe vor knapp 1 Jahr mein kleines Unternehmen gegründet. Ich bedrucke Pullis, T-Shirts und mache verschiedene Becher. Ich weiß, dass ich einen Starbucks-Becher bestellt habe, weil ich fand die mega cool auf ihrer Instagram-Seite. Und jetzt habe ich 2 Milliarden Starbucks-Becher, aber das ist voll geil, weil ich mega viel Kaffee trinke. Schön das Logo hier nochmal drauf. Das sind, glaube ich, Original Starbucks-Sizes. Ach nee. Ey, wie cute. Voll Christmassy. Ah ja, hier steht mein Name drauf. Ey, ganz ehrlich. Sieht man das überhaupt? Kelly. Und ich schwöre euch bei Gott, es macht keinen Unterschied, weil wirklich, ich habe 2 Schlüssel und 20 Schlüsselanhänger und ich lieb's. Ich mache wirklich jeden Einzelnen da dran. Dann habe ich euch immer bei mir. So cheesy, oder? Aber auch so fun irgendwie, weil jeder Schlüsselanhänger hat eine Geschichte. Ey, geil. Cozy Reading Season. Ich brauche sogar tatsächlich Lesezeichen. Packen wir mal die restlichen Becher aus. Das ist eher so meine Kaffeebechergröße. Stop! You're drinking too much! Oh, die sind alle so Christmassy. Naughty or nice. Ho, ho, ho. Ho. Darüber werden sich auch, glaube ich, alle hier im Büro freuen. Oh mein Gott, so Christmassy, so wintery. Cutes Design. Okay, wahnsinnig viele Strohhalme. Alter, ich kann mich nur wirklich herzlich bedanken. Das wäre nicht nötig gewesen. Was ist denn hier drin? Cute. Ach, dafür ist doch bestimmt der Strohhalm hier. Books and Coffee. Mein Winter wird amazing. Ich weiß nicht, wie es um euch aussieht. Das ist so cute. Beautiful. Das sieht so cozy aus. Mrs. Claus. Gingerbread Bakery. Ich liebe Backwaren. Kelly. Also, ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Dankeschön. Ich diesen Winter. Was waren nochmal Faith Shirts? Das hier, ja, Faith Shirts. Ey, Hammer. Hey, ich habe einen Shop, wo man individuelle Shirts von seinen Katzen und Hunden kaufen kann. Wird alles von mir selbst produziert. Au, da hat sogar mein Kiefer geknackt. Auf jeden Fall gehen 2 Euro des Verkaufspreises direkt ans Kitten Safe House. Das ist doch geil. By the way, finde ich das wirklich ein sehr cooles Paketband. Ey, Ablacher, Ablacher. Ich habe so lustige Fotos von Dobby eingeschickt. Ich bin so gespannt auf dieses Shirt, Leute. Ey, ich lach mich tot. Eine Rechnung, mega geil. Gemacht für Kelly, in Hand geschrieben. Finde ich auch immer mega cool, wenn sowas handgeschrieben ist. Eine Karte und ein Sticker.
Ich bin so aufgeregt. Ey, ich bin so aufgeregt. Ich sehe schon seine Schnauze. Okay. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Das ist für immer mein Lieblingsshirt. Ey, ist das geil. Ich schwöre euch, guckt mal bitte dieses Shirt an. Ey, ist das lustig oder ist das lustig? Dobby, kleine Ratte. Ey, ich muss das anziehen. Ich komme auf dieses Shirt gar nicht klar. Was ist das? Guck mal, wie Gesicht das Also, da war er noch ganz klein. Hier und hier hat er auf sein Essen gewartet. Und das hier, da war er ein bisschen unter Narkose. Und hat so einen komischen Gesichtsausdruck. Alter, ich muss direkt Annika anrufen. Ich kann nicht mehr. Okay, natürlich geht die genau jetzt nicht dran. Ey, Ablacher! Ich liebe es. Ich habe zwei so geile Shirts jetzt einfach. Das, ich find's einfach so geil. Außerdem wollte mir Julian Set Press-On Nails machen. Das Sizing-Kit ist angekommen. Die Nägel an sich leider nicht, was mir mega leid tut, weil sie halt super viel Arbeit da reingesteckt hat. Kann immer passieren, dass was in der Post verloren geht. Ich wollte mir so ein paar Christmas-Nails von ihr machen lassen. Sie hat mir wenigstens ein paar Bilder davon geschickt. Echt mega cute eigentlich. Und ich bin auch noch momentan voll in meinem ich mache mir meine eigenen Nägel-Film. Deswegen hätte es mega gepasst. Mal gucken, ob sie noch auftauchen. Ich hoffe es. Falls nicht, Jule, ich danke dir trotzdem vielmals für die Nägel. Trotz allem. Was ist das denn? Aus Portugal. International Fans. Das müsste ein weiterer Etsy-Shop sein. Mein Name ist Valentin und ich bin ein kleiner Künstler mit Fokus auf Häkeln. Ich betreibe seit ein paar Monaten meinen kleinen Etsy-Shop und präsentiere dort meine Visionen für Accessoires, die nicht nur cool aussehen, sondern oft auch eine Geschichte bergen. Ganz ehrlich, der Etsy-Shop sieht mega geil aus. Mega kreative Arbeiten. Da steckt bestimmt stundenlang Design und Arbeit dahinter. Dahinter? Kann ich mal reden, ey. Kann ich auch endlich meine grauenhafte Frisur von heute verdecken. Ich bin so excited. Ich habe mir natürlich ein wundervolles Stück ausgesucht. Ist ja jetzt auch, wo es kälter wird, nicht schlecht. Amazing verpackt. Ich lieb's. Ich habe ganz vergessen, was ich geholt habe. Ich habe mir natürlich ein wundervolles Stück ausgesucht. Warte. Kleine Card. Hey Kelly, vielen Dank für deine Bestellung in meinem Shop. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem neuen Lieblings-Baklava. Baklava? Ich habe Hunger. Balaklava meine ich natürlich. Damit wirst du viele Abenteuer erleben. Ist das schön? Oh, wie geil. Ey, Leute, sagt mir, dass es nicht geil ist. Ihr lügt. Oh mein Gott. I love it. Ich liebe es jetzt schon. Ich habe es noch nicht mal gesehen. Peach. Der ist die geilste auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Oh mein Gott, wie cute. Guckt mal. Oh Mann, ist das süß. Ich kann nicht mehr. Stellt euch mal vor, ihr seht mich mit so einem Glühwein. Ey, ich lieb's. Du verarscht mich. Das kann man auch überall anders dran machen auf dieser Mütz. Ey, finde ich so geil. Guck mal bitte, wie amazing diese Details sind. Es sieht genauso cool aus wie auf dem Foto. Ich bin super happy damit. Danke, Valentin. Ich bin begeistert von euch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ey. Wirklich, Leute. Ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf den Robin. Ja. Ich wünschte, ich hätte auch ein Talent. Hey! Boah, kommen wir nun zum größten aller Pakete. Hey Kelly, falls du nach handgefertigten Teppichen suchst, dann bin ich dein Girl. Würde mich total freuen, dir einen customized Teppich zu machen. Liebe Grüßlis, Flynn. Flynn, ganz ehrlich, kranke Aktion. Ich finde nämlich nie Teppiche online, die mir irgendwie colorful genug sind oder die irgendwie eine coole kreative Form haben oder die, was weiß ich, nicht 5 Milliarden Euro Designer kosten. Flynn kam zu meiner Rettung. Oh mein Gott, was ist das für eine geile... Das ist nicht der Teppich. Ich weiß, was das ist. Ey, wie lustig, ich kack ab. Oh, ist das lustig. Das Business ist vielleicht jetzt nicht ganz so small, aber es ist ein Business. Danke, Dagi. Also, ey, Leute, bitte.
Wenn das mal nicht ein absolut krankes Packaging ist, was ist hier los? Da sind wir doch. Jetzt aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesmal das richtige Paket ist. Ich bin so excited. Vorsichtig sein, ich will hier nichts kaputt machen. Ist es Zufall? Guckt mal bitte. Hier ist ein Herzchen. Ist aber gut eingepackt, du. Oh! Beautiful. Liebe Kelly, ich kann nicht mal meinen eigenen Namen aussprechen. Liebe Kelly, ich wünsche dir ganz viel Freude mit deiner Blowmat und hoffe, sie gefällt dir. I love it, Flynn. Ich danke dir. Bevor ich den jetzt ausrolle, wollte ich nur noch mal sagen, wie dankbar ich bin, dass ich so eine kreative Community habe. Ich könnte mir wirklich eine Scheibe von euch abschneiden. Ich finde es wirklich wundervoll und ich bin stolz auf euch. Und wenn du überlegst, dein eigenes Business aufzumachen und dein eigenes Ding zu machen, tu es. Trau dich. Es wartet eine tolle Zeit, glaube ich. Ey, wie geil. Alter, sieht das geil aus. Ich liebe den, der passt perfekt hier rein. Ich hatte so einen Struggle, irgendwie coole Teppiche zu finden, weil viele sind recht basic. Und wenn sie bunt sind, haben sie nicht die richtigen Farben. Und wenn die richtigen Farben haben, haben die nicht die richtige Form oder das Muster. Und der hier ist einfach so wunderschön. Ich habe auch den perfekten Ort für diesen Teppich. Guckt euch das mal an. Beautiful, beautiful! Handarbeit und von einem von euch. Besser kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, das sind auch wirklich die Teile, die man lange, lange, lange im Herzen behalten wird. Also, wer einen handgefertigten, individuellen Teppich sucht, gerne bei Flynn vorbeigucken. Ich leg den direkt auf den Boden. Außerdem hat Jule sich den Arsch aufgerissen, um mir nochmal ein Set Nägel, ein komplett neues, frisches Set Nägel rüber zu schicken. Danke an Jule und ihre Mama. Ihr seid die Besten. Ich habe mit dir ausgemacht, so ein wintery Weihnachtstheme. Press-on-Nails. Was ist das? Oh mein Gott, sind die beautiful. Oh mein Gott, jetzt tut es mir so leid, dass die anderen in der Mail verloren gegangen sind. Ey, ich hoffe, die tauchen noch auf. Oh mein Gott. Ich komme nicht klar, die sind wirklich so schön. Guckt euch das mal an, bitte. Jeder einzelne Nagel ein kleines Kunstwerk. Mein Gott, sind die schön. Bitch. Oh mein Gott. Ey, ich fühle mich fabulous damit. Oh mein Gott, wann ziehe ich die an? Wann mache ich die drauf? Mit Liebe selbst gemacht. Oh. Nee, ey, ich finde das so toll und so kreativ. Hier ist noch alles dabei, was man brauchen könnte, um die sich aufzusetzen. Wenn ich könnte, würde ich bei ihr vorbeikommen und mir die Nägel jede Woche machen lassen. In dem Fall mussten es Press-Ons tun, aber wow, also fuck you. Aber weihnachtlich. Nee, ganz tolle Arbeit. Vielen Dank, Jule. Individuelle Press-On-Nails auch auf Wunsch bei Jule abchecken, wenn ihr wollt. Ich kann mich nur wiederholen. Ich bin wirklich so stolz und froh, so eine tolle, kreative Community zu haben. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Folgt mir am besten auf Instagram, falls ihr in einem dieser Videos mal dabei sein wollt. Da fällt es mir natürlich am einfachsten zu suchen. Ich habe ja schon verschiedene Aktionen gestartet in der Vergangenheit. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich schätze euch wirklich sehr. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.